Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate und wir sind auch schon beim letzten Stück von Whitechapel. Und zwar müssen wir dieses Gebäude infiltrieren und Harold Drake aufspüren. Das werden wir natürlich wie immer von oben machen, wie es sich für einen Assassinen gehört. Ich glaube, genau, Jacob ist gar nicht dran. Wir müssen ja mit Ivy müssen wir wieder ran. Oder Ivy. Gucken wir direkt mal nach, wie viele Punkte sie hat. 2 Punkte. Könnten wir schon mal an Lebensenergie draufpacken oder Einschüchterung. Schleichen verbessern. Attentate verursachen. Boah, was nehmen wir? Da Ivy eh die leisere ist, nehmen wir Schleichen einmal eine Verbesserung. Das sollte gar nicht mal so schlecht sein und wir sind auf Stufe 3 aufgestiegen. Das heißt schon die nächsten Sachen freigeschaltet, die schauen wir uns aber dann erst an, wenn wir auch mehr Punkte haben. So. Nun heißt es aber einen Blick hier rein. Und da ist unser Ziel. Harold Drake. Der Abschluss dieser Herausforderung gibt zusätzliches Geld und EP. Das Ziel mit einer Kiste Dynamit töten, kriegen wir volle Synchronisität. Dann, Wie viele Kisten müssen wir noch verteilen? Nur etwa ein Dutzend, Sir. Excellent. Die Frage ist, wo haben wir Dynamit? Da vorne ist Dynamit zum Beispiel. Keine Pole in Sicht. So, da laufen welche rum. Alles klasse. Das muss alles unbeschädigt in die Hände der Bleiters gelangen. Da sind keine. Es sind nur die zwei hier. Wobei der hier mir in der falschen Ecke rumläuft. Der wäre erledigt. Den hier erledigen wir jetzt auch noch relativ schnell. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich jetzt genau hier fallen lassen. Das muss alles unbeschädigt in die Hände der Bleiters gelangen. Keine Missgeschicke. Wir werden sie nie finden. Und weg hier. Erledigt. Und nun fliehen wir einfach aus dem Gebiet. Und haben damit das kleine Level jetzt auch schon wieder erledigt. Sehr schön. Das ging ruckzuck. Keine 3 Minuten. Das Ziel mit einer Kiste Dynamit töten haben wir geschafft. Dafür gab es wieder ein bisschen Zusatz-XP. Und Henry Green haben wir auch wieder Loyalität. Und damit ist Whitechapel befreit. So wie es ausschaut. Ah, Bandenkrieg verfügbar. Das nächste Element von Syndicate. Empfohlenes Level 2. Okay, dann erstmal gibt es hier vorne Illustrationen, die wir uns einsacken können. Können wir dann in unserem Eintrag sehen. Ich schau mal kurz nach. Datenbank. Hier, Fundstücke. Illustration. Da sehen wir dann Begutachtung der Freiwilligen am Ostermontag in Brighton, Scharmützel. Nett gemacht. Ach ja, übrigens, man kann hier Bierflaschen sammeln. Leaping Fox Lager, Merlin and Arthur Imperial Stout und Red Growler.
Das sind so einer der Sachen, die man hier finden und sammeln kann. Dann gibt es auch die Helix-Glitsche. Die sind ja bekannt aus dem letzten Assassin's Creed-Teil. Aber nun werden erstmal wieder die Charaktere getauscht. Direkt hier schauen wir wieder nach, welche Fähigkeiten wir denn hier. Zwei Punkte haben wir. Was haben wir denn hier ganz? Das ist Plündern 2. Verteidigung reduziert den erlittenen Nahkampfschaden. Okay. Erstschlag. Greifen Sie einen Gegner an, kurz bevor dieser in den Kampf einsteigt. Um signifikanten, ja, das passt zu Jacob. Jacob ist eh der Raufbold. Dann kriegt er auch den Erstschlag. So, und auch Jacob hat nun Level 3 erreicht. Dann gehen wir erstmal wieder hier raus. Schauen auf die Karte und sehen, hier ist unser Ziel. Ab zum Bandenkrieg nach Whitechapel. Aber ohne nicht einfach abhauen, ohne die Leute hier einmal um die Ecke zu bringen. Ich muss sagen, das mit dem Wasser, so sehen die Straßen schon sehr schick aus. Mit dem ganzen Herbstlaub. Dann laufen wir jetzt mal hier querfeld ein. Oh, hier ist eine Kiste. Jedenfalls wird mir die Kiste hier angezeigt. Ah, dann ist die Kiste wohl da oben. Da ist er. Einmal bitte öffnen. Hallo? So, jetzt. Da muss die Kamera richtig ausgerichtet sein. Seide und Leder gefunden. Aber nun, nichtsdestotrotz werden wir jetzt Rexford Kalok konfrontieren. Ich bin gerade gewillt, die Kutsche zu entführen, sofern sie gleich einem über den Weg läuft. Da ist wieder ein Böser. Hi! Damit haben wir schon 53 von 120 Attentätern. So, Massenereignisse gibt es auch wieder. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Schläger weggebracht. Und Diebe gibt es hier auch wieder. Und da ist schon wieder eine Kiste. Ich kann einfach nicht an den Kisten vorbeirennen. Es tut mir leid. Sie müssen eingesammelt werden. Aber nichtsdestotrotz, ich werde natürlich nicht alle Kisten im laufenden Let's Play holen. Die meisten werde ich tatsächlich offline machen. Aber hey, so kann ich auch ein bisschen das LP einfach in die Länge ziehen, ne? Wie es die anderen auch machen. Und vielleicht interessiert es ja sogar den einen oder anderen, was in den Kisten so drin ist. Zum Beispiel in dieser hier. Aber ich glaube, meistens ist immer dasselbe drin. Seide und Leder und Geld. Aber gut, Geld können wir natürlich immer gebrauchen. Gerade so gewisse Schatzkarten sind ziemlich teuer. Zum Beispiel diese Bierschatzkarte, die ich hatte. Ach, da oben ist unser Aussichtspunkt. Diese Bierschatzkarte, die ich mir gekauft habe, hat 5000 Pfund gekostet. Soll aber, glaube ich, alle Bierorte darstellen, meine ich jedenfalls. So, und da sind wir auch schon. Und da ist auch schon Mr. Green. Kämpfen Sie gegen Rexford, Kalogs Gang und erobern Sie Whitechapel. Das haben wir vor. Jedes Mal diese Anzeige, ich weiß nicht warum. Es muss irgendwie immer ein Tag oder ein halber Tag vergehen. Ah, da sind sie ja. Der noch übrige Widerstand in Whitechapel kommt von Starricks Stellvertreter. Kalok lässt sich nicht aus dem Gebiet vertreiben, außer durch einen Bandenkrieg. Selbst schuld. Hier. Ich bin sicher, Sie können besser damit umgehen als ich. Was soll das, Greenie? Assassinengeburtstag? Sammelt die Leute. Das Messerchen, was wir da bekommen haben.
immer diese Ladezeiten. Das ist echt anstrengend. Aufrüsten. Wenn Sie höhere Level erreichen, können Sie bessere Waffen, Motoren und besseres Zubehör ausrüsten. Drücken Sie Option, um das Inventar zu gelangen und bessere Ausrüstungsstücke zu kaufen und auszurüsten. Sie können Ausrüstungsgegenstände verbessern und Ihre Statuswerte zu verbessern und alles aus ihnen herauszuholen. Dann schauen wir doch mal. Nobler Stockdolch. Adepten Kukri. Das Elfenbein Kukri haben wir jetzt bekommen. Tödlichkeit ist da höher. Nee. Dann rüsten wir das Kukri mal hier oben aus. Den Handschuh haben wir schon. Schusswaffen. Reflexschussgenauigkeit minus 1, aber Magazingröße ist mehr. Brauchen wir aber erstmal auch nicht. Hier ein neuer Gürtel, der Verteidigung und Schleichen erhöht. Könnten wir kaufen, ist aber das ganze Geld weg. Monturen gibt es keine, Farben brauchen wir erstmal nicht. Na gut, dann werde ich mir jetzt noch den Gürtel zulegen. So, das reicht aber auch erstmal. Mr. Wexford Kaylock akzeptiert Ihre Bedingungen und erwartet Sie an der Whitechapel Station. Er hat seinen Zug auf den Kampf gesetzt. Ach, solche Gangschlachten werden auch noch geplant. Schick. Sehr schick. Kein Kaylock. Das ging jetzt schnell. Und da ist Kill. Da sind sie ja. Wir sollten wohl auf den Zug aufspringen. Ich sehe ihn, den erwische ich. Ich glaube, ich habe es verkackt. Und da hinten wartet auch schon Kaylock auf uns. Ich bin froh, dass wir den Zug noch einigermaßen bekommen haben. So, und jetzt bist du dran, Kaylock. Das sollte der erste Gegner sein, der sollte nicht so schwer sein. Gleich ist vorbei. Das war's. Knapp war's, aber wir haben es geschafft.